Michael, wie ich sehe, hat die Schatzsuche aus dir eine beachtliche Trainerin gemacht. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe gelogen. Ich bin nicht Cassiopeia. Und Big Boss schon gar nicht. Ich wusste es! Ich weiß, du fragst dich jetzt sicher, ob das mit Lavel auch eine Lüge war. Aber nein, Lavel und ich sind tatsächlich dieselbe Person. Und was Cassiopeias wahre Identität angeht, sagen wir, es würde mich sehr wundern, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege. Es ist Penny, bzw. Kurosima, oder? Deshalb wollte ich auch verhindern, dass ihr zwar euch im Kampf gegenübersteht. Ich wollte nicht, dass Cassiopeias Traurigkeit auch noch zu deiner Last wird. Wenn Cassiopeia sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr. Eine gewöhnliche Schülerin hätte keine Chance gegen Big Boss. Mit diesem Kampf wollte ich herausfinden, ob du das Zeug dazu hast. Hättest du verlangt, es meine Pflicht gewesen, Cassiopeia selbst aufzuhalten. Aber du bist stark und hast ein großes Herz. Du könntest es tatsächlich schaffen, diesen jungen Menschen zu treffen. Es kratzt an meiner Ehre als Pädagoge, dir solch eine schwere Aufgabe aufzubürden, aber bitte besiege Team Stars, Big Boss. Besiege Cassiopeia. Sie können mich auf mich verlassen, Sir! Vielen Dank, ich zähle auf dich. Das ist ja wohl die Hölle! Ha? Nanu, Quendella, wie schön, Sie zu sehen. Schön ist was anderes. Ich kann es kaum glauben, als mir zu Ohren kam, dass auf dem Akademiegelände ein unzulässiger Kampf ausgetragen wird. Und was finde ich hier vor, der Direktor höchstpersönlich tritt gegen einen unserer Schülerinnen an? Ich kann das alles erklären. Ersparen Sie sich Ihre faulen Ausreden. Die stinken schlimmer als ein wütendes Stunkapu. Stinken? Denk dran. Big Boss wartet nachts auf dem Schulhaus auf dich. Bitte kümmere dich um Cassiopeia, ja? Sie werden nun ein Schreiben aufsetzen, in dem Sie sich bei der Schüler- und Lehrerschaft für Ihr törichtes Verhalten entschuldigen. Die Vorstandsvorsitzende werde ich natürlich auch von diesem Fall unterrichten müssen. Ach, du liebes Bisschen. Alles nur das nicht. Bitte Sie, bitte. Okay, wir lassen die Ball dort in Ruhe, ne? Und wir kommen zurück zu Pokémon Karmesin. Ja, in der letzten Folge habe ich ja noch gedacht, aber nee. Ja, es ist natürlich nicht. Und da ja gerade passend so langsam aber sicher Nacht wird, endlich Unterrichtsschluss, genau. Warten wir hier kurz ab, bis es Nacht ist und machen dann den Kampf gegen Cassiopeia. Also bis gleich. So, es müsste jetzt Nacht sein. So, und hier können wir uns dann nun zum Sportplatz hintippen, meine ich. Hier, Sportplatz. Und dann kämpfen wir. Ich weiß gar nicht, ob meine Pokémon überhaupt geheilt sind. Aber das werde ich jetzt einfach gleich herausfinden. Und sieh mal einer an. Wer hätte es wohl gedacht? Ich lag richtig. Michael. Du bist hier. Wer es wohl sein wird. Oh mein Gott. Sie ist es. Was? Ja, überrascht mich nicht. Ha, das muss ein ziemlicher Schocker für dich sein. Ich bin Big Boss und Cassiopeia. Als ich gesehen habe, wie du vor der Akademie kurz einen Prozess mit den Handlangern von Team Star gemacht hast, kam mir die Idee für bereits an Stardust. Da du LP gebraucht hast und ich sie dank meines Könnens mit Leichtigkeit besorgen konnte, boten sie den idealen Anreiz für dich, selbst noch bereits ein Stardust zu werden. Nee, ich wollte einfach nur mithelfen, weil warum nicht? Als Teil des Versorgungstrupps konnte ich dich dann die ganze Zeit im Auge behalten. Um Team Star ein endgültiges Ende zu setzen, musste nur noch mich besiegen. Alles, was du bis hierher für mich getan hast, galt diesem Ziel. Aber ein Teil von mir hängt an Team Star und will nicht zulassen, dass es aufgelöst wird. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, mich einfach kampflos zu übergeben. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ja. Ich danke dir. War nicht mehr so schüchtern auf einmal. Yo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben für Signora Quendella hat mir... die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme. Bist du das, Liebe? Du bist es also wirklich, Kurs. Ich meine, bist du das, Cassiopeia? Es persönlich. Ich habe eine Bitte an dich, Liebe. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Okay, verstanden. Livestream. Wie bei Enigmara. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Stars Big Boss. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima! Die Gründerin von Team Star ist kampfbereit. Verlangt dich von meiner unermesslichen Kraft. Okay. Let's go.
Cosima. Also auch Penny im Englischen. Nach Tara. Oh wow. Die Musik. Aber Techno. Bei der Musik. Das passt überhaupt nicht. Aber ich mag die Musik. Auch wenn es überhaupt nicht passt. Ja, nach Taran. Unlicht-Pokémon. Und so. Da können wir erstmal schon einheizen. Und Level 62, ey. Ah! So eine Geisterzacke. Was ist Level 62? Oh, du machst gar keinen Damage. Ja, gut. Ich weiß halt leider nicht, was ich tun soll gegen das Viech. Ich hätte ich könnte Erdbeben ausprobieren. Das ist ja eine starke Attacke generell. Ich meine, die Musik ist lustig. Ich hatte sie nicht in so einem Kampf hier erwartet. Aber okay. Aber ich habe es mir schon gedacht. Sorry, falls ich übrigens gespoilert haben sollte vorhin. Ich denke nicht, dass es das wirklich ein Spoiler war. Ich denke, das könnt ihr euch alle denken, wer der Boss ist. Aber sorry für die, die es nicht wussten und vorhin gespoilert habe. Ja, wie auch immer. Ich mache nicht viel Damage. Das Ding aber auch nicht. Ich glaube, ich spam jetzt einfach ein bisschen Erdbeben, bis es down ist. Also ja, bis gleich. So, bam, bam, bam. Jetzt Pokémon ist down. Da bin ich auch fast down. Deshalb muss ich auf jeden Fall schnell rausswitchen. Wie ihr sehen könnt, weil es ist halt eine sehr effektive Attacke gegen mich gehabt. Aber super ist unser Tank. Aquana! Aquana! Warte, sagt mir nicht, sie hat alle Evoli-Formen, weil sie halt ein Evoli-Backpack, versteht ihr? Weil das hätte man ja predicten können mit haha, hi-ha-ho. Bitte nicht! Das wäre echt mega lame und boring, wenn sie jetzt einfach nur alle Evoli-Formen hat. Also, das mache ich jetzt ernst. Bitte nicht! Übrigens, interessanter Fakt über Aquana. Oh, sie überlebt das einfach. Warum lebt es überlebt es das? Blitzkanone! Ich treibe mich ja damit, das wäre lustig. Wie Damage macht das? Hä? Was? Was? Hä? Ich treffe sogar. Das Ding ist down. Alter, wie viel Damage macht das Ding? Krank. Da geht der Spaß weiter. Flamara. Dann noch Blitzer und Psyada. Und jetzt kommt noch Delphi-Man. Was soll das Game Freak? Das ist mega boring, dass er einfach nur Evolis hat und mehr nicht. Das muss nicht sein. Das ist irgendwie ein bisschen boring. Vor allem, weil ich... Ah, wie überlebt es? Hä? Okay, Flammenblitzer, müsste es selber noch mehr Damage taken. Ja. Rückstoß. Okay. Lass mich raten, jetzt kommt noch Blitzer. Oh, Blitzer. Das hätte ich aber nicht erwartet. Oha. Krass. Ich hab's einfach prädiktet. Heftig. Das sollte ich heilen. Ich glaube, ich sollte einfach mal kurz heilen. Einfach nur, um sicher zu gehen, weil am Ende hat das Ding eine Attacke, was sehr effektiv ist. Keine Ahnung, dürfte es eigentlich nicht, aber wenn doch, dann zur Sicherheit mal eben heilen. Bloß, es macht nur so eine schwache Rückzugliebe-Attacke. Das geht ja noch. Aber überall ist es echt nervig, diese ewig lange Animation. Also keine Ahnung, das nervt ein bisschen. Und die Musik geht immer noch weiter. So. Was? Du lebst noch? Du lebst noch? Nicht okay. Nee. Was hat sie noch für zwei Pokémon? Wahrscheinlich Psyana und entweder Felinara, Glaciola oder Volipurba. Alle Evoliformen kann sie nicht haben, aber halt. Das ganze Team ist voll mit denen.
gibt ja mittlerweile so viel, du kannst ja nicht nur ein 6er Team draus haben. Ich sag Psyan als nächstes. Oh, Vollipurba, okay. Vollipurba ist Pflanze. Gaziola dann dementsprechend Eis und Felinara muss ich, glaube ich, nicht sagen, welchen Typ das hat. Psyana Psychic. Aber vielleicht hat sie ja kein Psyana. Vielleicht hat sie dann nur nach Tara. Mal Vollipurba und dann. Felinara, keine Ahnung. Wir werden es gleich herausfinden. Aber wie gesagt, ich finde diesen Kampf irgendwie weird. Musik passt überhaupt nicht, ist aber lustig. Und. Ja, die sind zwar overleveled, aber das hilft nicht, weil es einfach nur Evoli-Formen sind. Die sind nicht unbedingt schlecht, die Pokémon hier, die Evolis, aber. Wie sage ich das? Ich habe mehr erwartet, definitiv. Ich schätze, Titan darf mal kämpfen, weil sie noch gar nicht gekämpft hat. Ist Celinaria jetzt ihr letztes Pokémon? Ja, oder? Ich meine schon. I think so, yes. Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Terra, kristallisiere dich. Leuchte hell wie die Sterne und nimm die Form deiner Träume an. Okay. Jetzt sind wir den Feentypen. Als Crystallizing. Und das hat ein großes, fettes Herzchen drauf. Mit einer Schleife. Ist das nicht süß? Und Flügeln. Schon süß. Aber. Ich muss mich zusammenreißen und den Daumen machen. Blizzard trifft! Macht aber gar kein Damage. Ich mach generell gar kein Damage. Na gut. Dann darf unser OP-Pokémon das dann mal für uns erledigen, würde ich mal sagen. Unsere Evoli-Power verwandelt euch in Sternenstaub. Okay. Mondgewalt! Was zum Teufel? Wieso war das so stark? Oh, ich hätte Irrlicht einsetzen müssen, oder? Weil das killt es nicht. Oh, ich hätte Irrlicht einsetzen müssen, weil jetzt glaube ich. Obwohl, nicht so schlimm. Ich hab's trotzdem verbrannt. Nicht so schlimm. Oh. Ah, Spukball, Geistattacke. No. Okay, wer kann denn noch rein? Ein Farigiraf hat noch nicht in diesem Kampf mitgewirkt. Alle sollen mitwirken hier. Wie die Credits. Du machst Psychokinese? Auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Hehe, Schweifrüstung. Nee. Not really. Ansonsten Doppelstrahl, maybe? Macht das vielleicht mehr? Und nicht schon wieder Mondgewalt. Nein, stopp, stopp! Aua! Macht so viel Damage. Bonk. Okay, zumindest ist es jetzt im roten Bereich, Leute. Zumindest ist es jetzt im roten Bereich. Wenn er das jetzt stark verbrennt, war das cool, aber tut's nicht. Das tut das leider nicht. Nein, das tut das leider nicht. Ich switch mal raus, weil hier muss ja nicht jemand unnötig sterben, weil Fehler verbrennt jetzt sowieso. Voilà. Aus irgendeinem Grund fangen die jetzt an, hier Top-Tränke zu benutzen, aber das haben sie nicht gemacht hier. Sind das vielleicht nur die Liga oder so? Keine Ahnung, aber. Knapp. Oh, knapp. Aber ja. Pff. Nein! Wir müssen auch eine Runde abwarten. Nur damit das Ding jetzt endlich mal brennt. Warum? Oh nein, bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht. Ja, gut, okay, das macht keinen. Ja, wenn ich dann schon. Okay, sehr gut. Hab ich vergessen. I guess. Ja, okay. Du bist jetzt tot und ich habe jetzt gewonnen. Du bist. Ciao, ciao. Bye, bye. Okay, danke. Schön. Tja, Herz gebrochen. Die Sterne fallen. Huh.
Es ist vorbei. Das Life. Lasst ein Like da für mich, weil ich hab gewonnen. Das war's, Leute. Bis dann und ciao. Okay. Ich habe alle auf dem Handy zugeschaut, obwohl das Handy nur eine Seite hat. Oh, okay, die anderen gucken einfach nur auf die Rückseite. Das war's, Leute. Setzen wir das ganz am Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Team Star auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben aber bereits uns da etwas zu weit getrieben. So läuft es halt, wenn man dermaßen krasse Show abzieht wie wir und den Mobbern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau, wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen, sollten sie ihre Schikanen nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht mal Pokémon eingesetzt, sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Möglicherweise haben unsere Outfits sie eingeschüchtert, wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekrümmt. Mag sein, aber danach haben die Mobber einen Riesentumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los, das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Da hast du nicht ganz unrecht. Wir können echt in Schwierigkeiten stecken. Überlass das mir, ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe Team Star gegründet und war euch alle in sich und euch alle in die Sache verwickelt. So. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Big Boss! Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder in die Akademie zurückkehren. Was machst du? Ich kann nicht zurück in die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich in deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Mama Halblang, warum klingt das gerade wie eine Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. So, haltet doch ein, was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt kommt schon! Oh. Dass sie das nicht hören. Bye, Leute. Danke für alles. What? What just happened? Hab's nicht verstanden. Danke für alles. Danke. Liebe. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Team Star. Und für mich. Aber, nicht verzeihen. Also chillax mal. Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wäre? Warum musstest du als Big Boss die Operation Stardust ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab's doch keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen, aber sie wollten nicht. Wie, sie haben sich einfach deinen Befehl widersetzt? Bei dem Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht's in unserem Kodex. Oh, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau dran gehalten. Ja, deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn der Kodex es verlangt? Korrekt. Und gemäß den Regeln des Kodex musste sich jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet dir Team... was bedeutet dir deine Freunde aus dem Team? Es ist mein größter Schatz. Ausgezeichnet. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Cosima. Hä? Wie? Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Hä? Was ist denn mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meine wahre Identität preisgebe. Ey, jetzt wird sie so, oh mein Gott, was? Du wirst wirklich der Direktor sein. Tada! Hey, wie schnell? Ist er der Direktor? Was? So, wie du insgeheim Cassiopeia warst, war ich insgeheim Level. Was? Aber wie, was? Warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schüler scheuen sich ja meist davor, Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen. Umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden? Von den Bürgergangen zu schweigen? Lassen wir doch das Thema, bitte. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Ah. Brich nicht die vierte Wand, ja? Nur weil du die Kamera siehst. Hä? Hey, Big Boss, hab ich gesehen! Benito! Lange nicht gesehen? Wir sehen ihn zum ersten Mal! Wir wussten nicht mal deinen echten Namen! Ja, sieht da! Wer
Welch Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Euer Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Shugi! Also, Cosima war der echte Name, richtig? Wie ist es dir so ergangen? Otito! Wie schön, dich endlich zu treffen! Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht! Ryobita! Hab also einen komischen Namen. Okay, Leute, alle zusammen! 3, 2, 1, hasta la vista! Süß. Also dann, Cosima und ihre fünf Bosse. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Hä, wie war's, bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einen der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich in der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte und auf eurem unermesslichen Mut. All das bringt mich zum folgenden Zitat. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, was es heißt? In der Tat, Team Star muss sich nicht auflösen. Juhu, können Sie was gehört? Das heißt, wir können zusammenbleiben. Welch frohe Kunde. Aber ich habe euch alle hintergangen. Du meinst Operation Stardust? Davon hat Direktor Clever uns schon erzählt. Das hat uns ja nur das hast du ja nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt und uns davon bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen. Hab ich recht? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwann uns das sagt. Wir können nur erahnen, wie du tief besorgt ihr um unser Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben. Wir haben jetzt alles in Ordnung. Das mag sein, aber... Wenn ich fortfahren dürfte, wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderungen an euren Uniformen, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie halsbrecherische Geschwindigkeit beim Fahren. Ja, das eine mit der Uniform, ne, das ist echt schlimm, ne? Selbst wir dürfen die Uniform nicht ändern, auch wenn wir ganz woanders sind. Echt schlimm. Etc., etc., etc. Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Nachsitzen! Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtlich Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig. Genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das ST was? Das Star Training Center. Oder kurz STC. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als beobachtete, wie Maike in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte irgendwas, eure kreativen Kampftakten haben mich... Ja, okay. Ihr seid einfach heftig gewesen und ich war inspiriert. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtungen erhalten bleiben mit Mitgliedern von Team Star als Mitarbeiter. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich. Das hört sich sogar nach jeder Menge Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt nicht einfach schräg, da es ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber du solltest auf jeden Fall mitmachen, Cosima. Wohl wahr, es wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite so zu wissen. Noble, Cosima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen. Dadurch sind wir sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendwas passieren sollte. Wir hatten sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder einfach nicht? Leute, Maike, was hältst du davon? Ich finde das super, ja. Aber ich... Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Dann lösen wir uns erstmal auf. Also nicht Team Star, sondern halt diese Versammlung, ne? Könntest du bitte später in meinem Büro vorbeischauen, Maike? Okay.
Ich wollte sowieso jetzt eigentlich für diese und nächste Folge mich ein bisschen mehr in der Akademie umschauen. Weil es so ziemlich das letzte Mal ist, dass wir hier wirklich hin müssen, weil das Einzige, wirklich das Einzige, was uns noch fehlt, ist hier die Pokémon-Liga. Das Ende des Spiels zusammen mit ein paar Kleinigkeiten noch in dem Postgame. Und hier steht irgendwas drauf. Begib dich zum Büro des Direktors. Der wartet auf dich. Okay. Hier gibt es das Badezimmer. Wunderbar. So, hier gibt es noch ein paar andere neue Sachen. Ich weiß aber nicht, was alles hier ist. Wie gesagt, wir gucken uns mal demnächst ein bisschen um. Jetzt gucken wir aber erstmal im Büro des Direktors vorbei, weil das wahrscheinlich noch wegen der Story noch wichtig ist. Ja. Direktor, was gibt es denn? Muss ich dir wieder beibringen, wie Jugendsprache funktioniert? Ah, Maike, da bist du ja. Ich habe dich hergebeten, um dir für deine Arbeit bei der Sache mit Team Star zu danken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Mitgliedern von Team Star eine ungerechte Strafe auferlegt. Ich danke dir also vielmals. Hä? Wer ist da? Ich bin's, Cosima. Ah, komm mal rein. Ich hoffe, ich störe nicht. Wegen des STCs, ich würde das gerne zusammen mit den anderen ausprobieren. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass du dich darüber entschieden hast. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Strafe härter ausfallen sollte als die der anderen. Meinst du, weil du Operation Stardust geleitet hast? Nein, nicht deshalb. Ich habe etwas anderes Schlimmes getan. Und das wäre? Die LP, die ich während Operation Stardust als Belohnung verteilt habe, die habe ich mir, nun ja, illegal besorgt, indem ich mich in das LP-Verwaltungssystem der Pokémon-Liga gehackt habe. Verstehe. Meine Güte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Systeme der Pokémon-Liga gehackt werden können. Echt? So schwierig war das gar nicht? Ich meine natürlich, es tut mir sehr leid. Ich fürchte, dieses Thema liegt nicht ganz in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich werde mit der Präsidentin der Pokémon-Liga, Sagaria, darüber sprechen. Das dachte ich mir schon. Entschuldige, Maike, aber ich müsste dich bitten, das Büro jetzt zu verlassen. Okay, dann halt nicht. Ciao. Ihr macht das schon. Wann ist diese ganz liebliche Musik? Okay, die ganzen Lehrer wollen alle nochmal mit uns sprechen. Plus in der Eingangshalle die... Oh, das ist das nicht. Ist das nicht die eine aus dem Sanitätsraum? Ich glaube schon. Okay, machen wir alles nacheinander. Also von unten nach oben mache ich jetzt einfach mal. Lehrerzimmer. Unser Lehrer möchte mit uns sprechen. Glaube ich. Oder so. Du? Ja. Oh, hey, Maike! Bist du etwa den ganzen Weg zum Lehrerzimmer gekommen, um mich zu sehen? Ganzen Weg? Haha! Sieht so aus, als hätte ich es endlich geschafft, mich bei meinen Schülern beliebt zu machen. Ich bin so very happy. Wie ich schon im Unterricht immer sage, Kommunikation ist das Wichtigste. Wenn du etwas im Unterricht nicht verstehst oder wenn du Probleme an der Akademie hast, just tell me, ihr Schüler könnt immer auf mich zählen. Okay, warum kann man eigentlich mit denen immer warm werden? Was bringt das eigentlich? Ach, meine liebe Maike, was bin ich doch happy über ein wenig weitere Conversation. Okay. Wisst ihr nicht? Genau, Maike hast du 1A, richtig? Ich bin einfach 1A. Ich muss jetzt etwas über deine Mitarbeit und Beiträge in meinem Unterricht loswerden. Du bist schon eine ausgesprochen interessante Schülerin. Verrat mir doch bitte mal, ob du eine Vorliebe für Altes hast und oder dich eher für neue Dinge begeistern kannst. Alte Dinge finde ich super. Mützi auch? Ach, du hast also eine Fable für Vergangenes. Dann habe ich mich doch nicht von dir getäuscht. Ja, bestimmt wird sie sich noch als äußerst nützlich erweisen. Ha? Ach, das sollte nichts bedeuten. Ich habe nur laut nachgedacht. Unsere Begegnung hat sich mehr als belohnt. Danke. Hast du noch was gesagt? Ich bin einfach eine höchst interessante Schülerin. Okay. Hast du noch was zu sagen? Nee. Okay. Hä? Habt ihr es gesehen? Ich bin gerade ohne Animation rumgelaufen. Hä? Okay, das sieht komisch aus. Keine Ahnung. Whatever. Ja, in der nächsten Folge, Freunde, werden wir dann
ein bisschen die Akademie anschauen. Und wenn da noch Zeit ist, die Liga anfangen. Wie?